Damit aus einer Blutentnahme ein Laborwert entstehen kann, sind einige Schritte nötig. Diese wollen wir hier zeigen. Die Blutproben werden nach den Farben am Deckel sortiert. Braun für den Arbeitsplatz der klinischen Chemie, rot für den Arbeitsplatz der Blutbilder und grün für den Arbeitsplatz der Gerinnung. Not- und Eilfallproben haben ein gesondertes Fach. Damit sie mit höchster Priorität bearbeitet werden können, markieren wir den Deckel. Jede Probe wird gescannt. Dadurch erfahren wir, welche Untersuchung angeordnet worden ist. Die markierten Not- und Eilfallproben werden nicht mit den Routineproben zentrifugiert. Sie werden in einer Notfallzentrifuge für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Auch die restlichen Blutröhrchen werden in die Zentrifuge sortiert. Der Vorgang dauert 10 Minuten. Durch das Zentrifugieren haben sich die festen Bestandteile des Blutes nach unten abgesetzt. Die flüssigen Bestandteile sitzen oben ab. Aus diesen flüssigen Bestandteilen können jetzt die Untersuchung aus den braunen und grünen Röhrchen stattfinden. Die roten Röhrchen werden dem Mitarbeiter der Hämatologie übergeben. Sie sortieren sie in ein Reck ein, stellen sie in das Laborgerät und dieser bestimmt aus den roten Röhrchen das Blutbild. Die braunen Röhrchen werden an den Arbeitsplatz der klinischen Chemie verteilt. Vor der Bearbeitung ist es wichtig, den braunen Deckel abzuschrauben. Dann werden auch hier die Proben auf ein Reck gestellt. Dieses wird in das Laborgerät gestellt. An ihm können wir unter anderem die Werte für Natrium, Kalium und auch für den Cholesterin bestimmen. Die grünen Röhrchen werden an den Arbeitsplatz der Gerinnung gebracht. Auch hier werden die Proben zur Bearbeitung auf ein Reck sortiert und in das Laborgerät gestellt und die Bearbeitung kann starten. An dem Laborgerät können wir aus den grünen Röhrchen den Wert des INR bestimmen. Dieser ist für Patienten wichtig, die Gerinnungshemmer einnehmen.